Hallo und herzlich willkommen hier dann nun zum nächsten Part und dann reisen wir doch mal weiter. Informiere die Brutmütter. Der Schwarm fällt auf Kohall ein. Endlich bezahlt Mengsk für seine Verbrechen. Alles klar, dann wollen wir doch mal Kohall stürmen. Ich gehe nach Kohall. Es wird Zeit. Warum erzählen Sie uns das, Kerrigan? Es wird Chaos herrschen, Zerstörung. Millionen könnten dabei sterben. Valerian, dein Volk braucht einen Anführer. Sie haben recht, Kerrigan. Wenn ich dieser Anführer sein soll, dann bitte ich Sie nur um eine Sache. Landen Sie mit Ihrem Schwarm vor der Stadt, dann haben wir genug Zeit zum Evakuieren. Kohall wird wohl die schwierigste Schlacht meines Lebens. Und du willst, dass ich es mir noch schwerer mache? Exakt. Ich habe dich falsch eingeschätzt, Valerian. Du bist nicht wie dein Vater. Du bekommst deine Chance. Nutze sie. Gott sei Dank ist sie menschlich geblieben. Zumindest ein Teil von ihr. Ja, das finde ich sehr, sehr gut. Leviathan. Ach, ist das geil. Übertragungssatellit. Ich kann eine starke Frequenz spüren, die vom Palast in Augustgrad ausgeht. Ja, ich spüre es auch. Ich höre... Streitkräfte der Liga. Hier spricht Imperator Mengsk. Kohall wird vom Schwarm angegriffen. Unser Waffenlabor wurde zerstört. Unsere Verteidigung ausgeschaltet. An jede Flotte, die mich hören kann. Kehrt zurück nach Kohall. Das Zentrum der Menschheit wird angegriffen. Verteidigt eure Heimat. Wie eine Maus in der Falle. Was, Arcturus? Tja, genau so sieht's aus. Also dann, Zagara. Ich habe noch nie so viele Terraner gesehen. Sie ziehen alle Einheiten zurück, um diese Welt zu verteidigen. Ihre Orbitalverteidigung wird Millionen von uns töten, bevor wir überhaupt den Boden erreichen. Die Terraner haben keine Chance. Wir sind zahllos. Wir sind der Schwarm. Klar, trotzdem, es müssen nicht unbedingt immer alle sterben. Ich habe den Schwarm hierfür verändert. Was geschieht mit dem Zerg, sobald es beendet ist? Tja, dann haben wir immer noch unsere Gestalt, die wieder lebt. Dieser Planet hat viel Essenz. Meine Königin, der Schwarm hat sich über Kohall versammelt. Die Brutmütter erwarten deinen Befehl. Weise sie an, im Orbit zu bleiben, außerhalb der Reichweite der orbitalen Geschütze. Flotten der Liga bewegen sich auf unsere Position zu. Terranische Truppen treffen aus dem gesamten Sektor ein. Brutmutter Kilyssa, lass deine Leviathane eine Blockade bilden. Vernichte alles, was ins System eindringt. Nichts wird uns aufhalten. Kohall ist mein. Krasser Scheiß. Eines Tages werden die Streitkräfte der Erde in diesen Sektor zurückkehren. Mhm. Ja, wenn du sonst kann man vielleicht noch was? Ja, aber tu halt mal, wie es zu erzählen. Ich brauche eine Waffe, um die orbitale Verteidigung Kohals auszuschalten. Und zwar sofort. Kann Virophagensequenzen anpassen. Würde konzentrierte Galle als Geschoss ausstoßen. Wie lange wird das dauern? Überleben des Schwarms abhängig von Evolution, Verbesserung. Vertrauen in Prozess, Vertrauen in Sequenzen. Schwarm wird nicht versagen. Okay. Also dann, auf zur Mission. Der Schwarm ist mit Kohals orbitalen Verteidigungssystemen beschäftigt. Wir können jetzt mit der Invasion der Oberfläche beginnen. Ja. Hauptziel, Evolutionsmission für Ultralisten freigeschaltet. Ja! Okay, ich bin so gespannt, was es da für zwei unterschiedliche Typen gibt. Dann fangen wir doch mal an. Meine Königin, deine Leviathane sind in Position. Entfesselt den Schwarm!
In der ersten Phase werden wir zahllose Brutkapseln verlieren. Wir schicken Millionen. Selbst wenn nur ein Bruchteil durchkommt, sind es genug, um die orbitalen Verteidigungssysteme vom Boden aus auszuschalten. Halleluja. Da regnet es. Die Gallschleuder hat die Verteidigungssysteme überwunden. Zack! Verdammt! Bodentruppen der Liga haben das Gebiet gesichert. Unsere Gallschleuder kann ohne Unterstützung nicht überleben. Darum kümmere ich mich persönlich. Schick alle Brutkapseln. Sie sollten sich auf diese Gegend konzentrieren. Benachrichtige mich, sobald eine durchkommt. Ich sorge dafür, dass die Schleuder überlebt. Das hat richtig Wumms gemacht gerade. Okay, dann direkt mal wieder. Wir brauchen Einheiten. Was ist es diesmal? Wo kriege ich die alle her? So, direkt mal in Nahkampf. Die erste Gallschleuder und ihre Eskorte dringen gerade in Korhals Atmosphäre ein. Zeig mir, wo sie landen wird. Sie wird hier eintreffen, meine Königin. Uns an. Dort, wo auch die andere war, hätte das geahnt. So, ich weiß jetzt nicht, wie ich das Ganze hier organisieren soll. Zwei Vespinen und Geysir sind zu wenig, ich brauche mehr. Das wiederum heißt, ich brauche... Du hast einen großen Fehler begangen, als du deinen Fuß auf meinen Planeten gesetzt hast, Kerrigan. Ich werde dich und deinen Schwarm zurück in die Hölle befördern, aus der ihr hervorgekrochen seid. Na dann, Minx, versuch das mal. So, ich brauche einen zweiten Hive, unbedingt. Ein dritter wäre vielleicht sogar noch optimaler. Ich krieg's nicht mit, wenn da gerade angegriffen wurde. Was ist denn hier passiert? Die erste Gallschleuder landet. Sie wird für einen kurzen Zeitraum ungeschützt sein. Da kam was runter. Ich bin der Schwarm. Ich werde Vergeltung. Einmal Griecher. Oh, mit richtiger Eskorte. Die Verteidigungssysteme der Liga zerstören den Großteil unserer Gallschleudern im Orbit. Dann können wir es uns nicht leisten, die zu verlieren, die die Oberfläche erreichen. Ja. Es ist Zeit. Gewahr. Das darf hier nicht existieren. Ich bin die Eroberung. Okay, ganz einfach Bombe. Was ist es diesmal? So, was haben wir denn da noch? Das als nächstes. Und dann fangen wir einfach mal am Anfang an mit Zerkling. Bauen uns noch einen dritten Hive. Und gehen dann erstmal auf Vitralisten. Sprich, was du heute kannst besorgen. Was ist es diesmal? Viel zu viele gestorben. Naja, gehen wir mal ein. Da haben wir noch darüber. Max wird sterben auf jeden Fall. Aber erstmal brauche ich Einheiten, damit das noch passieren kann. So, ich denke, ich werde mir ein paar Schaden holen. Aber auch nichts mehr gut raus. Das ist ja jetzt ein bisschen blöd. Die nächste Gallschleuder durchbricht Korhals Verteidigung. Ja,
werde Vergeltung üben. Okay, ein Krabbler. Zweiter Krabbler. Und meine Kerrigan. Die kann jetzt einen Leviathan rufen. Dieser Planet. Eben, oder? Diese Tore führen in die terranische Hauptstadt. Ein bisschen was. Wenn du sie zerstörst, kann meine Brut in Augustgrad eindringen. Gute Idee. Wenn ich genug Zeit habe, breche ich die Tore auf. Alter Falter. Ich glaube, ich setze mal da wieder drüben ein paar Zerklinge hin. Und die da kommen hierher zu Kerrigan. Ja. Leviathan hat was Schönes entdeckt für mich. Oh Mann. Aber der wird gerade voll blatt gemacht. Ah. Das sollte nicht passieren. Ich bin der Schwarm. Okay, dann gehen wir das mit der Kerrigan gleich mal sichern. Ah, so, genau, der ist ja noch dicht drin. Da haben wir noch zwei Hydras. Haben wir noch ein paar Hydras, ein paar Schaben. Und da erhöhen wir unseren Angriff. Ich werde dann nämlich auf Ultralisten gehen, soweit ich genügend habe. Sichern wir erstmal die neue Landezone. Los, Kerrigan. Ich werde Vergeltung üben. So. Das war mit Kerrigan. Der Schwarm erobert alles. So, sehr schön. Wir passen uns an. Gewagt! Sprich, deine so. Königin lauscht. Da haben wir das mal gesichert. Dann kommt Kerrigan mal mit. Warlords sind dabei. Und sind genügend Zerg mit ein paar Berstlingen. Eine Gallschleuder wird gleich auf Korhals Oberfläche landen. Macht eure Frieden. Keine Gnade. Die Eroberung geht weiter. Wir kennen keine Grenzen. Was du heute kannst besorgen? So, weg mit der Kerrigan. Der Schwarm erobert alles. Kann sich eigentlich auch eingekramt fortbewegen? Nein, leider nicht. Ich Aber sie kann Schwarm. Mir den nächsten Leviathan hier zum Verteidigung schicken. Ja? Zack. Was ist Leviathan es da. Diesmal? Eingraben. Ich merke gerade, dass der Leviathan für meine Spielweise absolut nicht hier eine richtige Entscheidung war. Da der Leviathan... Ach, scheiße, die machen einfach alles platt hier. Meine Königin, die nächste Gallschleuder landet im Feindgebiet. Die Basis der Liga muss zerstört werden, um ihre Landung zu sichern. Söhne von Korhal, eliminiert die Königin der Klingen! Nein, versucht das mal. Auf der runter. Müssen wir erstmal das Ding hier leider machen, weil wir das Tor auch noch zerstören. So. Ja. Die Eroberung geht weiter. Was ist es diesmal? Der Tod erwartet den Strich. Es ist Zeit, deine Königin. So, ab hier hoch. Weg mit dir. Königin. Zack. Ja. Mach das hier mal platt. Alles. Zack, auch weg. So, da unten. Sehr schön. Zwar nicht so schön, wie ich es gerne gehabt hätte, aber passt schon. Hier unten, die kann ich ja mal hier hochziehen.
Wir kennen keine Grenzen. Minuten. Da ist ein Tor, richtig. Ja. Ich brauche eine Drohne. Am besten gleich mehrere. Und die kommen da hoch. So. Genau, was ist das noch? Die verteidigen unten, die verteidigen oben. Leviathan ist Geschichte. So, hat jeder seinen Dienst. Bringen wir die noch hier hoch. So, beeilen. So, machen wir die zwei Dinge auch. Kerrigan. Der Schwarm erobert alles. So. Mengsk wird leiden. Und aus denen noch ein paar. Die nächste Gallschleuder landet. Wir sollten sie verteidigen. Immer ein paar Berstlinge dabei haben. Haben wir eine gute, normale Streitmacht. Und dann gehen wir uns gleich mal das da noch holen. Es ist Zeit. Nächste Leviathan. Dann schauen wir ein bisschen, was da so kommt. Ach, warum nicht? So. Ja. Deine Königin noch. Zerstören wir doch einfach mal ganz schnell hier. Was ist das Ziel? Ihr habt mich dazu gezwungen. Das Tor. Die kümmern sich mit diesen Einheiten. So, steht alles, das finde ich wunderbar. So können wir das mit den Toren doch noch machen. Den man die nächste Gallschleuder landet im Feindgebiet. Was ist es diesmal? Schon wieder im Feindgebiet. Deine Königin lauscht. Mach das Tor kaputt. Sehr schön. Erstes Tor geknackt. Unsere Königin hat ein Tor zerstört. Schwärmt in die Stadt. So. Ja. Mengsk wird leiden. Dann die Einheiten bleiben da. Macht eure Frieden. Frei den Krach. So, die bleiben hier. Kerrigan ist runter. Und du kannst abbauen. Deine Königin bleibt da. Sprich. Hab deine gute Stoßtruppe drauf. Ja, mehr als eine gute Stoßtruppe. So, Kerrigan. Was dann ist es diesmal? Auf. Mal erst hier unten das Blatt. So, wo ist der Panzer? Kein Panzer. Dann macht das hier kaputt. So schnell ihr könnt. Wie schaut es eigentlich mit Evolution aus? Das ist mir ganz vergessen. Und Schwarmstock. So, weg damit. Noch ein Tor wurde zerstört. Überrennt ihre armselige Stadt. Dann. Ich werde Vergeltung üben. Nachtwölfe, ihr habt eure Befehle. Beseitigt die Zerg-Bedrohung. Nachtwölfe, aha. Die Overlords sind am Start. Kommt alles, wie wir es brauchen. Rückzug. Leviathan hier. Kerrigan. Die letzte Gallschleuder landet bald. Macht euch bereit, sie zu verteidigen. Verdammt, Kerrigan ist tot. Nur hinaus. Weg damit.
Mist. Das habe ich mir denken können. Scheibenkleister. Scheibenkleister! Die Liga hat alle Schleuder zerstört. Ich werde dir Bescheid geben, wenn Ersatz eintrifft. Vermaledeit. Fast hätte ich es doch geschafft. Scheiße. Jetzt kommt schon Kerrigan. Jetzt kommen die nämlich mit ein bisschen schweren Dingern. Das ist echt bitter für mich. Was du heute kannst, du Mengs wird leiden. Hoch da. Wir kennen keine Grenzen. Ah, verdammt. Ja, ich weiß schon. So, der Schwarm ist dem Feind begegnet. Ich werde verdammt. Wo sind die letzten Tore? Ja. Komm schon. Ich hab viel zu viel von den anderen Krams. Scheiße. Schwere Mission, wirklich schöne schwere Mission. So, Bestlinge rein. Nächste Landung ist da ebenfalls da vorne. Gut zu wissen. Deine Königin will das Ding da hinten haben. Und holt sich deswegen auch alle Einheiten. Genauso wie in Leviathan vielleicht. Nein, Leviathan brauchst du dafür glaube ich gar nicht. Die letzte Gallschleuder landet bald. Macht euch bereit, sie zu verteidigen. So, Kerrigan zurück. Der Rest ist relativ egal, ob der Schwarmcluster jetzt fällt oder nicht. Ach, scheiße! Das hätte aber nicht passieren dürfen. Das letzte Tor wurde zerstört. Schnell! Zagara, führ deine Boot in die Stadt, während ich die Gallschleudern sichere. Ja, meine Königin. Scheiße. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Die Liga hat eine weitere Gallschleuder zerstört. Verstärkt die Verteidigung. Wir können es uns nicht erlauben, eine weitere zu verlieren. Die haben die ich bin jenseits stimmt. Des Todes. Ah, das Tor ist knapp. Wir kennen unsere Streitkräfte werden angegriffen. Das hier wird knapp. Sprich. Komm schon. Was ist es diesmal? Der Schwarm Alter, erobert alles. Spaß. Wenigstens sind die Tore. Fertig. Ich werde Vergeltung üben. Verdammt. Wir brauchen mehr. Eine fehlt noch. Mengsk wird leiden. Ja? Dieser Planet gehört mir. Deine Königin raucht. Sprich! Was ist es diesmal? Wir passen uns an.
Ah, vermaledeit, vermaledeit. Ich hab keine Drohnen mehr. Schalalalala. Ich hab keine Drohnen mehr. Schalalalala. Das könnte ein bisschen dauern. Ich muss mit den Einheiten auskommen, die ich habe. Und das wird nicht gerade einfacher. Ich werde Vergeltung üben. Gewagt. Die letzte Gallschleuder landet bald. Macht euch bereit, sie zu verteidigen. Ich bin der Schwarm. Der Schwarm erobert alles. Wir kennen keine Grenzen. Dieser Planet gehört nie. Seine Königin lauscht. Sprich. Das war knapp. Was ist es diesmal? Ja. Das war echt knapp. Wir brauchen mehr. Meine ganze Eco gleich zusammengebrochen, ey. Ohne Witz. Es darf keine mehr sterben. Schaffe ich das oder verliere ich jetzt noch auf die letzten paar Meter? Ich bin gespannt. Ich hoffe es nicht. Komm schon. Komm schon, entwickel dich mal ein bisschen schneller, Mann. Na, komm schon. Wir brauchen mehr Mineralien. Komm schon. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Geschafft. Halleluja, Gott sei Dank. Korhals Verteidigungskanonen wurden ausgeschaltet. Der Schwarm sammelt sich auf der Oberfläche. Zerstört die Basen der Liga. Treibt sie in die Stadt. Danke. Ich, der jetzt natürlich nichts mehr an Truppen hatte. Aber ich habe ein bisschen was hier bekommen. Das ist nett. Ich kümmere mich jetzt aber dann erstmal noch kurz um meine Eco. Oh, Kerrigan. Komm schon. So, schicken wir den Leviathan vor. So, was hatten wir dann da? Ein paar Einheiten. Und dann greifen wir mal an. Es ist Zeit. Ja, so, mit Raserei geht das Ganze doch einiges Stück flotter. Ach, da unten sollen wir angreifen. Was ist es diesmal? Ah, verdammt. Da war ich jetzt vielleicht fehlinformiert. Es ist Zeit. Da haben sie auch eine Photonenkanone platt gemacht. So, 4 zu viel. Hier bauen wir dort eine neue Eco auf. Sprich. Alles klar. Mal Einheiten sammeln. Ist das eine große Basis? Ich weiß es nicht. Das sind ein paar Medivacs. So, Ultras nach vorne. Was ist es diesmal? Und kommt, dann machen wir das da doch mal noch. Leviathan hinterher. Wir kennen keine Grenzen. Und ab geht's.
Gewagt. Sprich. Bombastico, geil. Ach, das war ja eigentlich gar nichts. Von wegen Basis. Das ist keine Basis. Ein Drecksloch. Die Streitkräfte der Liga befinden sich auf dem Rückzug. Isha, sag meinen Brutmüttern, sie sollen mit ihren Armeen vorrücken. Zagara, führe deine Brut weiter in die Stadt hinein. Umzingelt den Palast. Ja, meine Königin. Es ist an der Zeit, einen Imperator zu entthronen. Krass, Alter, was da für Zack auf einmal sind. Okay, ich habe diesmal nicht so perfekt gespielt, aber auf den Zeitdruck hin war das schon echt ein bisschen krass. Und, vor der fünften... Okay, war nicht so viele. Keine Gunschleuder verlieren oder zerstören sie. Drei Tore von August, bevor fünf Gunschleuder gelandet sind. Na gut, das hätte ich jetzt aber auch schon geschafft. Oder? Nee, ich glaube, das war meine fünfte und die war in Entwicklung und deswegen nicht. Alles klar, gut. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann, Leute.